Von 6 zu 9 blenden wir uns in dieses Gefecht ein. Das heißt, 3 Treffer Vorsprung für die Deutsche jetzt rechts im Bild. Aber YouTuber verkürzt hat nur noch sehr wichtig, denn Sabine Bau bekam im Laufe dieses Gefechtes eine rote Karte, die gleichbedeutend ist mit einem Straftreffer, weil sie, aha, da haben wir diese Situation mit der Hand, die Trefferfläche verdeckt hatte, das heißt also mit der Hand, die nicht die Waffe führt, die frei ist, hat sie die Metallfäden durchwebte Weste ein bisschen abgedeckt. Es war die zweite rote Karte für Sabine Bau in diesem Gefecht, nachdem sie schon eine bekommen hatte wegen Verlassens der Bahn. Jetzt steht es also 8 zu 12. Und in der dritten Zeitperiode von 3 Minuten sind erst 30 Sekunden vergangen. 4 Treffer Vorsprung für Sabine Bau. Sie klagte über Ellenbogenschmerzen, die während des ganzen Wettkampftages, der ja ungefähr 8 Stunden lang ist, anhielten. Gott sei Dank musste sie als eine der gesetzten Teilnehmerinnen nicht in die Vorrunde, was die Belastung für diesen Ellbogen noch erhöht hätte. Und da wird die erste Zeit gewesen, aber immer noch eine Talenteschmiede in Deutschland fürs Fechten. Hier also Jelena Jutscheva aus Russland, hier Sabine Bau. Zu 12. Die Russin hat ein bisschen verkürzt und bekommt diesen Treffer allerdings nicht. Treffer für Sabine Bau, damit 13 zu 9 und wieder 4 Treffer Vorsprung. Die Deutsche rechts im Bild. Auch wenn die Farben auf ihrer Fechtkleidung, die für Deutschland stehen, nicht mehr ganz so eindeutig erkennbar sind, sicherlich sehr oft gewaschen, aber man sucht sich natürlich immer den Anzug heraus, mit dem man die schönsten Erinnerungen und vor allen Dingen auch die größten Erfolge verbindet. Und da hat ja Sabine Bau etliche aufzuweisen. 1986 in Sofia. Damals war sie 17, konnte noch 2 Jahre und wurde 2 Jahre später bei den Juniorenweltmeisterschaften 7. Also gewann keine Medaille. So kurios geht es manchmal im Fechten zu. 14 zu 9, jetzt braucht Sabine Bau noch einen Treffer, um ins Finale zu kommen. Und da ist er. 15 zu 9, sie gewinnt dieses Gefecht eindeutig gegen Jekaterina Jutscheva, die sich gegen Erin Smart aus den USA, gegen Adeline Williem aus Frankreich, gegen Małgorzata Moszkiewicz aus Polen durchgesetzt hatte und dann noch gegen Giovanna Trillini.